Moin Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Dieses Mal gibt es einen kleinen Spartrick von meiner Seite. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber BMW bietet original die BMW Performance Schaltwegverkürzung an. Und zwar für den 330i, 325i, aber auch für den 125i und 130i. Sowohl Coupé als auch Hatch oder Limo und Coupé und Cabrio, also alle, oder Touring oder sowas. Für alle gängigen Modelle mit N52, N53 in dieser Baureihe. Und BMW lässt sich das natürlich relativ gut bezahlen, die ganze Nummer. Ich glaube, wenn man das, bei Lebmann habe ich auf jeden Fall geschaut, da will BMW 160 Euro für haben. Man kriegt, was kriegt man als ein Paket? Den Schaltknauf von Performance, den ich persönlich mega scheiße finde, mit Alcantara-Schaltsack und die Schaltwegverkürzung mit dem dazu, mit dem jeweiligen Zubehör. Meine Ursprungsidee war einfach mal, dass ich euch zeige, wie ihr ein paar Mark spart und die ganze Nummer statt für 160 für nur 60 Euro kriegt. Und zwar, jetzt verrate ich euch, wie das geht und erzähle euch noch ein bisschen was dazu. Die Nummer ist, in meinem alten Dreier hat sich das verbaut. Und zwar, ich habe mir das ganze Kit bei BMW bestellt, bei Lebmann, habe es zu Hause gehabt. Und ich fand den Schaltknauf von Performance und den Sack halt scheiße, weil ich habe den M-Knauf, den habe ich mir gekauft und den finde ich tausendmal geiler als den Performance-Schaltknauf. Aber das ist Geschmackssache, deswegen war meine Idee, ich kaufe das. Verkauft den Schaltknopf, den Schaltsack bei eBay Kleinanzeigen und habe dann die Schaltwegverkürzung, weil um die ging es einfach in erster Linie. Also die wollte ich unbedingt halt haben. So, habe ich die Teile bestellt, habe ich gesehen, das steht auf den Teilnummern, die Teile, also auf den Teilen, die man geliefert bekommen, stand die Teilnummern drauf und so weiter, weil ich habe vorher gesucht, ob man nur die Teile einzeln bestellen kann. Habe ich aber nicht herausgefunden. Dadurch, dass ich die Teile aber jetzt in dem ganzen Kit bestellt habe, habe ich die Teilnummern herausgefunden und jetzt zeige ich euch, wie ihr die ganzen Teile, die drei wichtigsten Teile einfach euch bestellen könnt und müsst, um die Schaltwegverkürzung in euer Auto einzubauen. Die ganze Nummer, ihr könnt euch den Schaltknauf und den Balk sparen und kauft einfach nur die reine Schaltwegverkürzung plus zwei Sicherheitsclips, ich würde euch zwei empfehlen, obwohl ihr nur einen braucht, und einmal das Lager, wo die Kugel vom Schaltding drin sitzt. Das sind eigentlich die drei Teile, die ihr bestellen müsst. Und statt für 160 Euro oder 170 Euro kriegt ihr das Ganze für knapp 70 Euro. Ich glaube 66 Euro war es in meinem Warenkorb. Und ich zeige euch gleich einfach mal die Teile und die Teilnummern. Das blende ich hier ein. Ich glaube währenddessen einfach mal weiter. Und ich hoffe, dass das irgendwie dann mit den Bildern, was ich jetzt mir zusammenfriemel, soweit passt. Also, Punkt 1 ist einmal, ihr braucht natürlich das verkürzte Gestänge. Das Kugellager-Ding, das ist so eine weiße Plastik. Dingens, sage ich jetzt mal einfach so, wo der Schaltknauf drin steckt. Und der dritte Punkt ist der Sicherheitsclip, wo es unten am Auto festmacht. Und ich habe es damals einbauen lassen beim Kollegen, hat eine halbe Stunde gedauert. Einbau ist eigentlich nicht großartig schwer. Aber eigentlich geht es gar nicht in dem Video um den Einbau, sondern einfach nur um die reine Schaltwegverkürzung. Worauf solltet ihr euch einstellen, wenn ihr die Schaltwegverkürzung kauft? Ich habe das aktuell nicht in meinem BMW-Modell drin, in meinem 330er, weil ich irgendwie das... Ich überlege, ob ich es mir, als ich den Preis eben gesehen habe, doch mir nochmal bestelle. Tatsächlich. Obwohl ich eigentlich ganz zufrieden bin, wie es jetzt ist. Ich habe aktuell nur den BMW M-Schaltknauf drin. Und der ist ja schon, also ursprünglich im BMW ist ja mal dieser mega lange Knüppel, wenn ihr kein M-Paket habt. Ich hatte keins. Ist dieser mega lange Schaltstick. Dann gibt es dann auch den kurzen aus dem Einsatz zum Beispiel. Und den sogenannten Shortstick. Und auch natürlich den M-Schaltknauf. Oder den Performance-Schaltknauf. Und die sind alle mal ein Stück schon kürzer. Und wenn ihr jetzt die Schaltwegverkürzung einbaut, das Teil ist auch nochmal ein Stück kürzer, also der Schaltknauf sitzt deutlich niedriger, ich würde mal sagen, gefühlt so ein Stück niedriger, als es ohnehin schon ist. Das heißt, es ist echt ein kleiner Stummel geworden, wie im damaligen, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, Toyota MR2. Also auf jeden Fall, der Schaltknauf wird ziemlich niedrig und die Schaltwege werden echt kürzer. Also man merkt richtig, man schaltet viel aus dem Handgelenk, das sieht ein bisschen komisch aus, aber klack, klack, klack. Also man hat wirklich mehr das Feeling, dass man aus dem Handgelenk schaltet. Müsst aber aufpassen, es kommt darauf an, wie ihr schaltet. Wenn ihr zum Beispiel den Schaltknauf so haltet, bei mir in dem Fall war es wie gesagt immer der M-Knauf, und ihr den sechsten einlegt, dann bleibt ihr mit dem kleinen Finger zwischen Schaltknauf und Mittelarmlehne, da wo der Schaltbalk drin ist, bleibt ihr auf jeden Fall drin hängen. Also das müsst ihr euch ein bisschen umgewöhnen, wie ihr dann schaltet, wenn ihr es drin haben solltet oder euch überlegt, das zu kaufen und einzubauen. Was mir aufgefallen ist, Schaltwege waren kurz, waren sehr knackig, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Bei mir war es aber so, bei dem alten Dreier, ich weiß nicht woran das lag, vielleicht falsch eingebaut, vielleicht Getriebeöl alt. Der Wagen hatte aber zu dem Zeitpunkt 65.000 Kilometer runter, also eigentlich relativ wenig, war aber auch ein 2005er 33i. Und
Der erste Gang war manchmal ziemlich hakelig einzulegen und der schnelle Wechsel vom ersten auf zweiten war einfach nicht so sauber, wie es vorher mal gewohnt war. Also der Gangwechsel vom ersten, zweiten, wenn man mal richtig so den ersten durchzieht, zweiten reinknallt, war im zweiten Gang, also der Weg war einfach nicht so geil und hat nicht so sauber geschaltet. Also ich würde mal sagen, eher hakelig, obwohl dritter, vierter, fünfter, sechster auch schnell schaltend sehr gut funktioniert hatte. Und das war so ein bisschen ein Grund, das hat mich ein bisschen genervt und Überlegung kostet, ob ich es mir im Endeffekt nochmal einbaue oder nicht. Preis ist, wie gesagt, ungefähr 60 Euro mit Versand oder 65 Euro plus Versand. Also ich bin da, glaube ich, bei 69 Euro. Dann wäre das eigentlich schon, theoretisch kann man zu Hause selber einbauen. Ich füge euch mal ein paar Anleitungen dazu, wie man das selber einbaut. Es ist im Endeffekt so, kurz erklärt, Knopf abziehen, trägt, viele Leute haben sich schon mal eine blaue Nase, also eine blutige Nase geholt, blaues Auge oder einen Zahn ausgeschlagen. Ist ein komischer Trick, aber er funktioniert am besten, wenn du den Knauf noch nie runter hattest. Und zwar hock dich mit beiden Beinen, auf einem Bein auf den Beifahrersitz, einen auf den Fahrersitz, mit dem Arsch zur Windschutzscheibe hin. Und dann zieh einfach so den Schaltknopf hoch. Du haust das Ding auf jeden Fall dann auch nicht in die Eier, aber auch nicht in die Fresse. Und von daher, so kann man natürlich am einfachsten, am meisten Kraft ausüben. Und ja, erstmal, wir können natürlich probiert, ob ihr euch das in die Fresse haut, aber wenn ihr da nicht weiterkommt, das war auf jeden Fall bei mir damals der Fall, dass ja, das Ding war so bombenfest dran, ich habe es echt nicht anders hinbekommen und hat ganz gut gepasst und ja, passt auf eure Eier auf. Egal, dann geht's weiter und zwar dann habt ihr das Gestänge an sich, da müsst ihr das so ein Gummikondom halt an dem Stab dran, den müsst ihr einfach runterpulen und am besten, der geht halt vom Stab so herum. Und das müsst ihr dann halt rauspulen und dann habt ihr da diese weiße Kugelgelenkgeschichte. Dann mit dem Schraubenzieher einfach, das Ding wird auf jeden Fall, in jedem Falle wird es zerstört, wenn ihr das rausholt. Von daher definitiv darauf achten, dass ihr das neu bestellt. Das ist aber eins der drei Teile, die halt dazugehören. Und wenn ihr das dann habt, dann müsst ihr einfach nur unterm Auto den Clip lösen. Dann könnt ihr das Gestänge lösen und das neue einklemmen, die Gummisachen wieder einbauen, Knauf drauf und dann seid ihr eigentlich auch fertig. Ist eine Sache. Ja, je nachdem, ob ihr die Clips verliert und suchen müsst, deswegen würde ich auch sagen, bestellt zwei, suchen müsst oder verliert oder sowas, denke ich mal, ist das eine Sache, wenn ihr eine Auffahrrampe habt, am besten natürlich auf einer Bühne, aber mit einer Auffahrrampe kriegt man das auch in, würde man sagen, einer guten halben, dreiviertel Stunde hin, wenn man das erste Mal macht und nicht so wirklich Ahnung hat. Und ja, es gibt noch ein paar Anleitungen, die hänge ich einfach mal bei, dass ihr ein bisschen wisst, wie das ungefähr aussieht. Ansonsten Artikelbeschreibung und sowas packe ich alles in die Beschreibung rein von dem Video. Und ja, lasst es mir hören, ob ihr es haben wollt, ob ihr wisst, wie das aussieht, ob ihr wusstet, dass es das überhaupt gibt, ob ihr selber drin habt, ob ich nur eine Problematik hatte durch einen falschen Einbau, obwohl es eigentlich in der Meisterwerkstatt erledigt worden ist. Ich bin mir irgendwie ein wenig unsicher und deswegen, das lässt mich halt ein bisschen zögern, das nochmal zu verbauen. Ansonsten habe ich noch eine kleine Überraschung für euch für ein kommendes Video. Ich hole mal kurz. Es gibt ein neues Package und zwar ist das der Faltenbike vom 130i. Also freut euch. Ja, das war es soweit von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt Bock, das zu verbauen. Vielleicht habt ihr andere Erfahrungen damit gemacht und kauft euch tatsächlich die Sachen. Achso, eine Sache noch, die ich vergessen habe, die hatte ich schon mal erwähnt. Und zwar gibt es durch das E90 Forum, wenn ihr da Mitglied seid, 10% auf Lebmann. Also ich habe einmal zwei Preise gehabt bei den ganzen Teilen. Und von daher, ich denke schon, es macht Sinn, sich dahinter zu klemmen, sich da mal anzumelden, zu registrieren und die 10% auf alle Teile, die ihr bei Lebmann bestellen könnt, zu kassieren. Also ich persönlich habe keinen Vertrag, Contract oder so mit Lebmann oder so. Das ist einfach, ich glaube, der gängigste Online-Shop, den man halt hat für BMW-Teile und der funktioniert solide und von daher, da bestelle ich. Also, ich wünsche euch was, haut rein und schöne Grüße. Peace.